Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gült. Ich sehe im Hintergrund irgendwie schon ganz viele Bewegungen. Ich hoffe, doch, 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 ich sehe es. Oh Gott, draußen laufen überall die Viecher rum. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Moment, ich muss quasi geradeaus und durch das Tor, wenn ich das richtig sehe. Und dann wahrscheinlich über dem Parkplatz rüber zum Auditorium. Ja, nichts leichter als das. Das sind ja nur die ganzen scheiß Viecher. Okay, Emily war im Auditorium. Ich hoffe, sie ist noch da. ja, das ist toll. Muss ich da überhaupt rum? Moment. Wir haben hier Wasser. Leider nichts, wo ich. Obwohl. Kann ich da runter? Komme ich dann wieder hoch? Ja, da könnte ich theoretisch wieder hoch. Ach, da kann ich aber rüber. Da kann ich dann wieder hoch, wenn ich runterfalle, wahrscheinlich. Okay. Oder wenn ich was brauche, wobei ich jetzt nicht genau weiß. Ach, ich sehe jetzt das erste Mal, dass links ein Lämpchen ist. Das sind aber nicht die Aufladungen, oder? Wir werden wahrscheinlich jetzt viele Aufladungen verloren haben bei diesem Bosskampf. Nein! Ich kann es nicht mitnehmen. Na gut, dann versuchen wir mal darüber zu gehen. Oh, ich habe schon ein bisschen Schiss, dass es gleich irgendeine Sequenz kommt oder sowas. Den können wir auch nicht mitnehmen, aber ich tippe den mal eben an. Obwohl, ich glaube, der war sowieso schon eingezeichnet, ne? Ich muss da zur Tür rein, die vermutlich abgeschlossen ist, weil es irgendwie zu einfach ist, darüber zu gehen, so wie es aussieht. Oh Gott. Bitte lass sie nicht abgeschlossen sein. Bitte lass aber auch jetzt keine Gegner kommen. Hallöchen. Betritt die Aula. Winteraufführung haben wir freigeschaltet. Emily Winterplay. Okay. Bühne, Büro, Kunstbereich ist hinten durch, wo wir vermutlich hin müssen. Ich gehe schon mal runter, weil ich bin so ein bisschen. Ist das so eine Art gemeiner Witz? Typ im Rollstuhl. Diese Puppe hält irgendwas. Ein Schlüssel. Wer macht denn sowas? Emily ist direkt hinter dieser Tür. Stimmt. Emily helfen. Anderen Seite verschlossen. Ja, natürlich, was auch sonst. Aber wie soll man denn. Moment, links ist was? Wie soll ich denn da reinkommen? Der Schlüssel scheint da drin zu sein. Hier ist auch alles zu. Ist das nicht das Büro? Nee, da geht's weiter. Aber da komme ich. Ah, da komme ich doch rum. Da ist wieder so ein Fernseher. Wenn ich jetzt wieder so eine halbe Herzattacke bekomme, ne? Okay. Hallöchen, gute Puppen, brave Puppen.
Das Bein, wie man lösen können. Erlösen können. Wobei ich ja so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir die Emily die ganze Zeit so ein bisschen erlösen. Oder es sind tatsächlich andere, weil hier sitzt ja einer in der Ecke, der offenbar alleine war. Und sind so viele drumherum. Noch ein seltsames Buch. Ich habe alles verloren, obdachlos. Da. Das Feuer, die Mine, diese Stimme aus den Lautsprechern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will, das ist einfach zu viel für mich. Es gab eine unheimliche Katastrophenmeldung von einem Erdrutsch und einer anstrebenden Evakuierung. Als die Männer von Tom eintrafen, habe ich sie angefleht, Jacob zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht gefunden habe, aber sie haben mich einfach weggeschleift. Wenige Minuten später wurde die Stadt unter Tonnen von Steinen, Feuer und Asche begraben. Oh mein Gott, sie haben ja nicht einmal zugehört. Ich muss da wieder hoch, ich muss ihn suchen, aber sie lassen mich nicht. Ich bin hier mit dem Rest der Stadtbewohner eingesperrt, in dieser schrecklichen Notunterkunft voller Schlafkojen. Das ergibt keinen Sinn. Ich hatte mal ein Leben. Wie konnte es so weit kommen? Die Leute umringen die Leute von Tom. Sie reden davon, die ganze Stadt wieder neu aufzubauen und uns neue Häuser zu verschaffen. Manche feiern sogar. Sie feiern! Ich kann mir das gar nicht anhören. Mir ist schlecht davon. Ich muss hier raus. Ich muss zurück. Zurück nach Bethelwood. Dort bin ich zu Hause. Bei Jacob. Unter den Steinen. Ich habe ein Ticket für die Seilbahn. Das habe ich gekauft, weil ich vorhatte, Jacob heute noch in der Mine zu besuchen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt komme ich damit nirgendwo hin. Am anderen Ende der Seilbahn ist nichts mehr. Nur die verschütteten Überreste meines Lebens. Unseres Lebens. Das sind dann vermutlich die anderen, die hier mit eingesperrt waren, weil hier sind doch überall so Betten und so. Von da kam ich, ne? Muss ich hier nochmal krabbeln? Nee, ne? Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Hallo? Lauf. Komme ich denn da hin? Moment. Oben rum? Und dann von der anderen Seite theoretischerweise dahin. Ist jetzt die Frage, ob das funktioniert. Das kann ich nicht nehmen. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, ist das euer Ernst? Der Schlüssel ist links im Büro. Das Büro ist aber verschlossen. Ach so, genau. Ich kann die Treppen ja noch hochgehen, ne? Oh Gott, dann gehe ich jetzt erstmal die Treppen hoch. Oder auch nicht, weil ich die Treppen nicht hoch kann. Och Leute, ist das jetzt euer Ernst? Kann man hier nirgendwo hin? Hier kommen wir noch rum. Nee, hier kommen wir auch nicht rum. Da ist ein Auge, Moment. Ein Auge. Was hier unten rumgeht. Und da rein. Aber ich sehe sonst nichts. Also hier ist halt dieser Eingang. Da kann ich nicht rein. Ich hätte hier vielleicht den Cut machen sollen, weil jetzt bin ich wirklich verzweifelt. Jetzt kann das Ganze noch ein bisschen länger dauern. Diese ganzen Schläuche. Also ich verstehe schon, dass man das Auge da oben irgendwie wegkriegen muss, aber dazu müsste ich ja erstmal ein Auge haben. Bisher ist das ja nur diese Verbindung zum Auge. Und ich schätze mal, das Auge ist dann unten rechts in diesem, ja, Büro, sage ich mal, drin. Ah, Moment. Ah. Ah.
Da kann ich dann wieder zurück hoch. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Noch ein seltsames Buch. Im Rampenlicht, okay. Warum lachen mich immer alle aus? Egal, was ich mache, die Kinder machen sich immer lustig über das, was ich sage oder wie ich rede. Als wäre ich im Fernsehen und alle würden zuschauen. Wenn ich im Unterricht eine falsche Antwort gebe oder beim Sport hinfalle, reden am nächsten Tag alle darüber. Wenn ich Gruppen von Kindern sehe, bekomme ich es immer mit der Angst zu tun. Ich weiß, dass sie über mich reden. Was stimmt nicht mit mir? Ich will mich einfach verkriechen und nie wieder hervorkommen. Aber ihre Augen sind überall. Früher wollte ich mal Freunde. Jetzt will ich nur noch in Ruhe gelassen werden. Vielleicht vergessen sie mich ja, wenn ich einfach ganz still bin. Ja. Was war... Okay, nicht dran denken. Mhm. Okay. Es hat sich irgendwie angehört, als ob jetzt hier so ein Dingsviech rumläuft. Das kann ich auch nicht nehmen, ne? Nee. Da ist was, was hiermit verbunden ist. Ach so, was dann Strom dafür gibt? Okay. Das ist natürlich doof. Okay, Moment, das kann ich da drauf richten. Ach so, okay. Ja, ja. Das kann ich da drauf richten. Frage ist nur, funktioniert das so? Es dürfte wahrscheinlich nur ein Ticken weiter nach links, oder? Moment, Moment. So. Geschafft. Sehr schön. Wieso hat die jetzt weggeworfen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, sehr gut. Ich ahne nämlich, worauf das hinausläuft. Ja, da ist der Schalter. Das dachte ich mir schon. Yeah. Okay. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da hinten ist so eine Nebenkammer sozusagen. Ich müsste aber eigentlich vorne nach links. Kann man hier was mitmachen? Anscheinend nicht. Toll. Was hat uns das jetzt gebracht? Obwohl, Moment, das hat den Strom ausgeschaltet. Das heißt, das hat... Ah! Das hat den Strom hierfür aus... Ah, ich lag falsch. Okay. We see you. Ja, da habe ich ja schon mal nachgesucht. Sag mir jetzt nur, dass das Auge bitte nicht hier drin ist, weil sonst kriege ich die Krise. Okay, wo bin ich jetzt hier? Kann ich da einfach runterspringen? Hier ist ja nichts, ne? Das ist verrückt. Bin ich noch in der Schule? Nicht zu fassen, dass es eine echte Mine in einem Gebäude gibt. Okay, eine Mine in einem Gebäude. Also das ist ja wirklich schon mal irgendwie seltsam. Oh, das wird nützlich sein. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Das heißt aber jetzt, Moment, das Auge ist kaputt. Jetzt haben wir das eine geöffnet, aber das bringt uns ja jetzt gar nichts, oder?
Weil ich muss ja irgendwie das linke öffnen. Gibt es denn hier noch irgendwas? Ah, jetzt geht's endlich weg. Ah, okay. Was? Was ist denn das? Unsichtbare Monster? Wirklich? Ganz ruhig bleiben. Keine Panik. Bitte was? Wie soll ich denn ein unsichtbares Monster besiegen? Ah. Wollt ihr mich verarschen? Vor allen Dingen... Das mit dem Auge hat uns ja jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Außer, dass das jetzt da hinten offen ist, aber... Mein Gott! Vor allen Dingen, das sieht mich ja. Was soll ich denn machen? Moment, der Blitzangriff war links. Den muss ich gedrückt halten. Hallo? Hilfe? Das freut mir, aber... Hallo? Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh woanders hin, geh woanders hin, geh woanders hin. Also hier dürfte es mir normalerweise nicht hinfolgen. Oh mein Gott. Das Problem ist tatsächlich... Ich habe ja links auch überhaupt nichts. Es sei denn natürlich, das hat jetzt den Weg frei gemacht, rechts oder links, dass man da jetzt hochkommt. Was ich allerdings ehrlich gesagt nicht glaube. Ich kann auch zwei Dinger von dem Blitzlicht holen, aber ansonsten, boah. Ich habe auch keinerlei... Also ich müsste links ins Büro, das ist auf jeden Fall klar, aber... Ob mir dieses Monster irgendwie dabei helfen kann? Ich denke es nicht. Ich denke, ich muss hier irgendwie einfach vorweglaufen oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber es scheint auf jeden Fall sich nicht ducken zu können. Also es kann mir anscheinend nicht hier hinten hin folgen. Oh, ich würde sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, weil mein Kopf dreht sich hier gerade. Das ist, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Das ist jetzt, wie gesagt, mein großes Problem. Weil in der Mitte brauche ich den Schlüssel. Okay, den Schlüssel, der ist halt links im Büro. Ich kann da aber auch nicht wirklich nachgucken, weil mir das Viech die ganze Zeit dann immer hinterherhängt. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut und schaue da mal in der nächsten Folge. Das wäre jetzt so meine einzige Idee, die ich jetzt gerade aktuell noch habe. Schau mal in der nächsten Folge, ob sich da irgendwas getan hat. Also, dass ich irgendeine Tür vielleicht jetzt öffnen kann oder so. Ich denke mal, Emily, die Tür wird noch nicht offen sein. Weil, ja, wir sollen sie ja retten. Entsprechend wird das wahrscheinlich die letzte Tür sein, die sich öffnet. Und der Schlüssel ist ja auch links. Also, es wäre unlogisch, wenn die offen wären. Vielleicht kommt man aber irgendwie in das Büro jetzt rein. Oder die
Treppen hoch, sodass man da runterspringen kann. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade aber ein bisschen zu große Panik, um das jetzt auszutesten. Und da ich auch denke, dass ich dafür wahrscheinlich einige Versuche brauche, mache ich hier, wie gesagt, erstmal einen kleinen Cut. Und dann kriege ich die Krise in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.